So, diesmal. Jo, lange nicht mehr gespielt. Ich sollte auch gucken, ob ich die richtige Szene auch ausgewählt habe, aber ja. Wir haben beim letzten Mal gegen den Piraten-Captain gekämpft. Das können wir gucken, ob das bei jemandem was bringt. Nö. Und wir benutzen die Karte. Und wir sehen, am X ist ein leuchtender Pfad zu sehen, der zum Süden der Insel führt, wo wir wahrscheinlich nicht hoch konnten, weil der Ort voller Berge umzingelt war. Gehen wir dann mal dahin. So. Lange nicht mehr gespielt, ey. Hat mich schon gefreut. Und? Was für Gegner? Steppteufel. Keine Lust. Tschüss. Wie viel Kohle habe ich denn überhaupt? Ich sollte mal irgendwann was ausgeben. Ja, uff. Ich weiß nicht, ob ich... Warte. Bevor wir dahin gehen, ich weiß, kostet Zeit, aber... nicht Arcadia, sondern... Baccarat war es, glaube ich. Wir verstauen unser ganzes Geld, bevor wir alles wieder verlieren. Wir haben halt ziemlich viel. Casino. So, wir rushen den Shit mal ganz schnell. Ein bisschen laggy kommt mir vor, oder? Es ist einfach nur meine Auffassung. So, ja. Willkommen in der Goldbank. Ihr habt zurzeit kein Gold. Einzahlen. Warte, wir akzeptieren Einzahlungen in Tranchen von 1000 Goldmünzen. Wie viel wollt ihr? Okay. Zack, zack, zack. Dann machen wir mal. Ja, 27.000. Ja. Ja. Bevor wir irgendwann mal dumme Scheiße bauen, weil ich habe jetzt keine Ahnung, was mich hier erwartet, wenn wir die Karte benutzen. Wir teleportieren uns erstmal zu Neos wieder. Da. Und rennen zum Schiff, weil wir hier in der Nähe dann sind. Von der Markierung. Ich sitze mal näher ans Mikro. Oh, Gegner. Oh, Goldgolems. Okay, bekämpfen wir die mal. Die geben bestimmt viel XP. Zup. Zack. Zauber. Gepäck. Benutzen. Ach nee, dann machen wir doch lieber Zauber. Kaboom. Und Angelo macht schimmernder Schuss. Wow, One-Hit, okay. Das war interessant, die sind ja ziemlich schwach. 216. 2904 Gold. Das ist ja geil. Wir haben unseren neuen Farmspot gefunden. Nice. Ich finde es aber schön, dass man irgendwo Ort hat, wo man farmen kann. Ja, machen wir das so. Gepäck benutzen und zwar an den drei. Und Angelo macht keine Ahnung, das hier. Boop. So. Nice Dodge. 84 Damage, nice. Oh, der heilt sich, okay. Ich muss nur kurz was gucken. Okay. Läuft noch gut. Nice. Der ist schon mal da. Ach ja, Jessica kommt ja MP zurück. Hab ich vollkommen vergessen. Ist viel zu lange nicht mehr gezockt. Zauber. Wumm reicht. Und Angelo macht dann
keine Ahnung, was Angelos zu tun. Oh, nice. Okay. Jessica macht ordentlich Schaden. Und 806, Alter, nice. Wir kriegen echt wieder gut Kohle rein. Da können wir uns auch mal vernünftige Ausrüstung kaufen. Ups, das weiß ich. Ich wollte nur gucken, ob die alle... Ja, wir heilen erstmal einmal Jessica. Und gehen dann zur See. So. Wir wollen hier hin. Das war ja von den ganzen Sachen umzingelt. Das ist noch nicht komplett gerendert. Das sieht so komisch aus. Und Gegner. Tolle Scheiße. Blablabla. Tschüss. Ich habe jetzt keinen Bock, erstmal den Zauber zu benutzen. Wir gehen aber erstmal zum X. Das müsste hier sein, ne? Ja. Sieht auch schon einladend aus. Okay. Oh, wie schön. Kommen jetzt hier auch Gegner? Ich weiß nicht. Ja, das tun sie. Nö. Kein Bock zu kämpfen. So. Öffnet sich da irgendwas? I don't know. Nice, neue Insel. Wir können uns da noch nicht hin teleportieren, ne? Ich schau mal. Nö, hier steht nichts Neues. Erstmal umschauen, ob wir vielleicht was übersehen. Bis jetzt entdecke ich noch nichts. Gibt es ja auch Gegner bestimmt. Der Ort ist nicht mal klein. Das ist ja ein riesiger Kontinent. Aber da ist schon mal ein Häuschen. Und der erste Gegner. Was für ein Asset? Kriegsgreifen. Komm, wir gucken mal, wie stark die sind. Zack, zack. Gepäck. Bup.
Multischuss. Ja, die machen mega viel Schaden. Und alles auf Jessica, Alter. Nee, nee, nee. Oh, die sind ordentlich tanky sogar. Jetzt ist er da. Sehr schön. Boop. Wo ist das nochmal? So, und... Seraphenfall. Okay. Das macht nichts. Boop. Bam. 109 Schaden und ist down. Oh, 305 pro Gegner. Not bad, not bad. So, und du musst aber bitte mal Multi heilen, please. Perfekt, weiter geht's. Können wir damit interagieren? Sieht irgendwie so... Ne. Sah sehr auffällig aus, aber... Ja. So, einen Moment. So, bisschen mit der Lautstärke gespielt. Da ist eine Kuh. Nett. Ein Zombie-Gladiator. So. Seraphenfall. Und du ballerst drauf. Bam. Bonk. Das ging schnell. Und er gibt nur 283. Okay. Bin ich überhaupt richtig? Das da sieht aus wie so Stonehenge. Kann ich aber jetzt nicht genau hingucken. Warum bin ich so doof? So, wir können da die Sache beschleunigen. Oh, nevermind. Ich war doch nicht so doof, wie ich dachte. Bevor wir zum Haus gehen, gehen wir erstmal kurz hier nachschauen. Nichts von Belange. Okay, dann gehen wir zum Häuschen. Und hier ist ein Gegner. Nö, diesmal will ich dich nicht bekämpfen. Du gibst nicht genug XP für einen einzelnen Gegner. Ja, renn, 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 renn. Genau. Man merkt schon, ne? Je größer das Gebiet, desto... oder das Areal, desto mehr musst du rennen und braucht länger beim Laden. Obwohl ich eine SSD habe, macht er da ein bisschen seine Problemchen. Ich weiß gar nicht, ob das einen großen Unterschied macht, ob man eine SSD hat oder nicht. Weil damals liefen ja die Spiele auf den CDs und nicht auf irgendwelchen Speicherkarten. Also zwar Memory Cards, aber die hatten halt nur die Speicherstände und nicht die ganzen Sachen. Ui, das sieht aus wie ein altes Volk. Hm, ihr nicht von dieser Insel seid, stimmt's? Seht ihr? Wir von steilen Klippen umgeben sind. Es mich schockiert, Fremde zu sehen hier. Goyoshare, willkommen im Empichu.
Oh, Machu Picchu. In unserer Sprache bedeutet Empichu so viel wie jene, die den Göttervogel Empyria verehren. Okay. Ich respektiere eure Kultur, aber die Basis ist wichtig. Stärke-Samen. Nice. Kein Waffenladen, okay. Oder müssen wir erstmal hier rein und gucken, ob da vielleicht was ist? Hallo, Freund. Es mir erzählt wurde, dass Körper unseres Göttervögels Empyria sei in einer anderen Welt. Deshalb wir in dieser Welt nur ihren Schatten können sehen. Aber ich habe ich auch gehört, dass ihre wahre Gestalt soll wunderschön sein. Das Häuptling mir einst gesagt, ich mich frage, ob das war. Steinsalz und Klumpen Lapulver. Der Gleichstück verfolgt. Die Ungeheuer vor kurzem waren sehr aggressiv, deshalb ich meinen Bogen immer bei mir habe. So ich ihn jederzeit kann benutzen. Okay. Anscheinend ist es ein wenig gefährlich hier. Kannst du mir helfen? Du bist auch die gleiche Frau, nur mit anderen Skins. Ihr habt gesehen den Schatten eines großen Vogels, das Empyria ist. Der Göttervogel. Sehr rätselhafter Vogel Empyria ist. Nur ihren Schatten sie uns zeigt. Und selbst ihren Schatten, wir haben nur selten gesehen. Sehr selten. Aber in letzter Zeit sie sich uns öfters hat gezeigt. Okay. Schauen wir mal hier rein. Haben die hier echt keine Waffen zum Kaufen? Du bist doch gleich von vorhin, Alter. Habt ihr Mann in Häuptlingshütte gesehen? Mann in äußerst unbequemer Kleidung? Er ein Fremder ist, genau wie ihr. Er freundlich ist, aber auch sehr, sehr seltsam. Dinge, die er sagt, sehr seltsam sind. Die Göttin dies macht. Die Göttin das macht, so geht das immer. Ein Priester, okay. Er sogar einen seltsamen Altar in einem Zimmer aufgebaut hat. Mann bei euch redet so? Für mich sich das sehr seltsam anhört. Die Inquisition. So. Oh, kannst du mir eine Waffe machen? Ich gehört habe, dass es Schild gibt, der nur von Frauen kann benutzt werden. Der Name des Schildes Heiligen Schild ist. Er aus zwei verschiedenen Schilden und einer Fiole Heiligen Wasser wird hergestellt und oder so ähnlich. Ratchet. Oh, nice. Ein Schild, Weihwasser. Nice, können wir sogar mal testen. Wir haben doch bestimmt Schilder. Und Weihwasser doch auch. Ich guck mal kurz. Wo ist denn an da? Nehmen wir die beiden oder ein Weihwasser. Perfekt. Alchemiekessel, perfekt. Gucken wir mal, ob der gut ist. Du kommst gerade recht, Ratchet. Während du geschlafen hast, war ich wieder die ganze Nacht auf, um den Alchemiekessel zu verbessern. Schau, ich habe einen Durchbruch erzählt. Du bist nicht länger auf zwei Ingredienzien beschränkt. Du kannst jetzt bis zu drei gleichzeitig verwenden. Nice. Jetzt kannst du noch aufregendere Dinge herstellen. Welch ein Segen für deine Alchemiestudien. Nein, du brauchst mir nicht zu danken. Nun stell dir das, was du gerne herstellen würdest, vor deinem geistigen Auge vor und wähle die Ingredienzien mit Bedacht aus. Okay. So. So, und dann noch Weihwasser. Hoffentlich haben wir Weihwasser mit. Wenn nicht, kaufen wir welches. Boah, come on, haben wir echt kein Weihwasser? Wir kaufen uns mal Weihwasser. Ich dachte, wir hätten Weihwasser, ich bitte dich.
Wir gehen da kurz in den Shop dort. Und gönnen uns zwei Wasser. Oh, eine Kiste. Spezialarznei. Nice. Und bitte sag mir, dass du Weihwasser hast. Goyosha, wartet. Seid ihr Kunden? Richtige Kunden? Die Dorfbewohner kaufen und verkaufen keine Waren. Das ist also eine seltene Überraschung. Es ist sehr lange her, dass ich Leute von außerhalb MP-Chus getroffen habe. Kommt, seht euch um. Oh, der kann sogar vernünftige Sprache. Also die Sprache fließen im Gegensatz zu mir. Ich habe viele interessante Dinge für euch. Weihwasser, perfekt. Gebt mir den Shit. Ja. In den Beutel bitte. Ja. Stiehlt dem Gegner bei einem Treffer hin und wieder LP. Das ist ein Stab. Okay, ne. Banditenpanzer. Nice. Hier kann ich mein Geld ausgeben. Flammenschild werden wir erstmal später testen. Okay, wir werden hier sehr arm. Ich muss irgendwann mal wieder Money grinden. Wenn ich zwei von denen schon hole, bin ich arm. Aber irgendwann holen wir uns definitiv den hier. Ja. Sorry, einmal nach das hier und das hier. Und dann Alchemie-Kessel. Ja, ja, das machen wir, mein Freund. Das und dann. Das und dann das und dann Start. Ja. Hm, ich glaube nicht, dass die speziell nicht funktioniert. Was? Kopf wo. Hä? Was? Nee, das akzeptiere ich nicht. Oh fuck. Da wurde gerade speziell. Oh, nicht so laut. Da wurde gerade speziell gesagt, dass ich. Alle Rezepte. Mir wurde gerade speziell anders gesagt. Oder fehlt mir noch der. Warte, fehlt mir einfach nur der Name? Zauberstab? Nein. Nein. Heilkraut, Heilkraut, nö. Warte, warte, das akzeptiere ich nicht. Stab der Antimagie, nö. Das war irgendein Schild. Eisenschild, etwas Silbernes, nein. Heiligenschild. Ein Schild plus ein Schild. Weihwasser. Haben wir nicht Weihwasser? Warte. Das schauen wir nochmal. Gepäck. Habe ich aus Versehen. Das ist Weihwasser. Wieso geht das nicht? Das kann mir niemand erzählen. Oder muss ich ein normales Schild auspacken? Das sind aber Schilde, Mann. Das kann mir doch niemand erzählen. Ja, ja. Rezepte. Heiligenschild. Ein Schild plus ein Schild. Ja. So. Warte, wir fangen dann mal. Vielleicht ist ja die Reihenfolge wichtig. You never know. Eins. Zwei. Und dann. Weihwasser. Start. Ja. Das kann mir doch nicht. Das kann mir doch niemand erzählen. Oder wir probieren mal andere Schilder. Das. Dann nehmen wir. Topfdecke. I don't know. Und dann Weihwasser und dann Start. Wenn das nicht funktioniert, dann probier es irgendwann anders mal.
Mehr funktioniert nicht. Ich schließe das mir irgendwann mal durch. Das ist aber ziemlich doof, Alter. Warte, ich kann ja auch ganz schnell googeln. Weil das war jetzt, das ärgert mich jetzt wirklich. Das ist echt doof. Dragon Quest 8. Heiligen Schild. Oder heilige Schwert, okay. Heiligenschild, ja. Aber da steht jetzt Spiegelschild und weißer Schild plus Weihwasser, aber da stand nichts davon. Das ist so doof. Steht es jetzt hier auch? Spiegelschild, weiß. Okay, das ist jetzt echt doof gemacht. Okay, wir gehen einfach weiter. Mann. Hätten wir das mal. Das ist aber echt doof gemacht, ey. So. Wir sollen nicht lange Zeit verlieren. Ich habe jetzt zu viel rumgelabert. Und wir gehen. Tja, wohin gehen wir? Wir könnten in die Mitte, aber da ist ja nichts. Glaube ich. Ne, hier ist nichts. So, und dann gehen wir zum Inn. Dum, dum, dum. Wir schauen mal. Wie süß. Häuptling, Grommel, Grommel. Hm? Wer seid ihr? Goyosha, Goyosha, ihr scheint nicht aus diesem Dorf zu sein. Ich verstehe, ihr möchtet also etwas über den Göttervogel Empyrea wissen. Euer Wissensdurst ist sehr lobenswert. Einer der Legenden zufolge konnte Empyrea einst frei zwischen den Welten reisen. Die erste Welt wird die Welt des Lichts genannt. Das ist die Welt, in der wir leben. Die andere ist die Welt der Finsternis. Diese Fähigkeit, frei zu reisen, war etwas sehr Besonderes. Nur Empyrea konnte das. Eines Tages errichtete der böse Herrscher der Welt der Finsternis ein großes Tor zwischen den beiden Welten. Er war unzufrieden. Er wollte nicht nur die Welt der Finsternis besitzen, sondern auch die Welt des Lichts. Um eine Katastrophe zu verhindern, flog Empyrea in die Welt der Finsternis und brachte all ihre Kräfte auf, um das Tor selbst zu schließen. Die Legende besagt, dass ihre Anstrengungen nicht vergeblich waren. Das Tor wurde geschlossen. Leider hatte sie keine Energie mehr, um in die Welt des Lichtes zurückzukehren. Alles, was nun von ihr übrig ist, ist ihr Schatten. Es wird auch erzählt, dass ihr Schatten von Zeit zu Zeit einen Eingang in die Welt der Finsternis erschafft, den man das dunkle Auge nennt. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht genau, was es damit auf sich hat. Aber es wird erzählt, dass man ins Land der Finsternis gelangt, wenn man durch das dunkle Auge geht. Deshalb rate ich euch dringend, dem Schatten Empyreas nicht zufällig zu folgen. Sonst fällt ihr noch in das dunkle Auge, ohne es recht zu bemerken. Nice, das wollen wir doch. So, hier kann man nichts sehen. Und kriegen wir hier was? Fellponcho. Ist er stark? Gut. Transfer. Kann denn jemand gebrauchen? Ja, Jenga ist my boy. Ja. Perfekt. Bonk. Bonk. Speichern wir hier mal. Bei der Göttin. Besucher, fantastisch. Ich bin der Priester dieser kleinen Siedlung. Ich bin vor vielen Jahren hierher gekommen, als ich auf den Sandbänken dieser Insel Schiffbruch erlitt. Natürlich war das der Wille der Göttin. Seitdem habe ich mein Leben der Aufgabe gewidmet, die Einwohner hier die ganze Wahrheit über sie zu lehren. Ich muss zugeben, dass das nicht immer ganz einfach war. Nein, ich sollte nicht klagen über die große Verantwortung, die die Göttin mir auferlegt hat. Sie hat mir ihre eigensinnigen Schäflein anvertraut. Es ist eine heilige Mission, entschuldigt. Ja, speichern bitte. Wir haben jetzt genug. Ja. Die Memory Card. Du, du, du.
Ja, speichern. Ja, speichern. Da, 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 da. 53 Stunden schon am Zocken, ey. Holy shit. Für so ein altes Spiel ist das schon beeindruckend. Ja, Reise fortsetzen. Und jetzt will ich dem Schatten folgen. Kannst du mir was sagen? Wegen Empyrean nun alle Ungeheuer sehr böse sind, Essen jagen jetzt sehr schwer ist, ich auch böse bin auf Göttervogel. Ich weiß, sie unser heiliger Göttervogel ist, aber ich nicht kann meine Zunge essen. Ich es ihr selbst würde sagen, aber sie sich uns nie zeigt. Man nur ihren Schatten sieht. Grr, das macht mich noch wütender. Okay. Ein Wutbürger. Ungläubiger. Oh, es ist dunkel. Timing on point. Aber ich weiß nicht, ob man im Dunkeln ihren Schatten sehen kann. Werden wir gleich herausfinden. So, erstmal hier raus und gucken, was diese Insel uns noch zu bieten hat. Naja, Insel kann man es nicht nennen, es ist ja ein Kontinent. Auch wenn hier Kontinente sehr klein sind. Wir begeben uns in die Höhle. Huch. Wieso wird es so komisch dunkel? I don't know. Galgenreiter. Oh Gott, die sehen jetzt schon stark aus. Fähigkeiten. Ich habe noch immer noch keinen starken Angriff für Jengis. Ich glaube, ich muss irgendwann mal Waffen für den wechseln. Gepäck. Zack, zack, zack. Schimmernder Schuss. Wir müssen die nicht unterschätzen, weil die machen sogar ordentlich Schaden. Und überleben den Angriff auch noch. Nice. Immerhin ist er tot. Ah, nervig. Doch nicht Jessica, die ist ziemlich squishy. Alter, die überleben das auch noch. Fuck mal live. Wir greifen den an. Du greifst den an. Gepäck, zack, zack. Und Seraphenpfeil. Los geht's. Jawohl, down ist er. Alter, warum immer auf Jessica? Die ist schon fast tot. So, ein bisschen Mana zurück ergattern. Und nice. Brrr. 912 ist not bad, aber... Heilige Lanze? Das hört sich nach einer starken Waffe an. Wahrscheinlich ist sie Crap, aber trotzdem. Warte. Wo ist jetzt die Heilige Lanze? Ich bitte dich. Da. Transfer. Okay, ich habe die schon dreimal. Dann kann die nicht so stark sein. Okay, ich verstehe schon. Zu früh gefolgt. Perfekt. Auf zur Höhle. Oder ist das Dunkle die ganze Zeit ihr Schatten? I don't know. Das sieht mir komisch. Ich weiß nicht, ob das ein Visual Bug ist. Oder ihr Schatten, aber... Es flackert die ganze Zeit. Oh, shit. Will ich die bekämpfen? Nein, und ich kann nicht entkommen, weil... Die gäbe nur 1000 XP. Was heißt nur 1000, aber... Obwohl, weißt du was? Let's go. Die machen nicht so viel Schaden. Sag dich und töten fast Jessica. So. Dann machen wir das mal so. Wir verteilen den ganzen Schaden. Kaboom und zack. Bam. Mega Schwächung. Okay. Alter, ich wünschte, ich könnte vorspulen. Ich dachte schon, ich wäre paralysiert. Down ist er. Eigentlich musst du noch Angelo angreifen, weil dann wären die alle tot. Alter, wie oft greifen die bitte schön an? Holy shit. So, Angelo.
Pfeilhage. Dankeschön. Nice, endlich. Ja, 1132 Schaden. Not too bad at the all. Multi-Heilung. Zack, alle wieder voll und weiter geht's. Auf zur Truhe. Wie komme ich denn überhaupt da hoch? Glaub ich überhaupt richtig? Ich weiß es nicht. Aber wir müssen weiterlaufen. Also das stört mich die ganze Zeit, dieses Flackern. Was ist das? Und... Na? Achso, wow, toll. So. Mächtige Armschiene. Okay. Dreck uns mal anschauen. Ja. So, 15. Jessica ganz eher gebrochen. Die ist meiner Meinung nach zu squishy. Yes. So. Da ist ein See. Wie komme ich da jetzt hoch? Donnerdämonen. Nö, keine Lust. Irgendwie haben die mich an Yu-Gi-Oh-Karten erinnert. Wie guckt man nach? Ich muss irgendwie den Weg nach oben finden. Schon mal nicht hier. Da ist ein Weg zur Höhle, aber ich komme da nicht hoch. Fliehen. Obwohl, wir... Oh, ist da was? Da ist eine Truhe. Nevermind, wir gehen kurz dahin. Wir machen das mal anders. Ich habe keinen Bock, erstmal die ganze Zeit angegriffen zu werden. So. Wieso flackert das die ganze Zeit, Alter? Ist das jetzt der Schatten von Empyrea oder nicht? Das nervt ein bisschen. Und ein Gegner. Okay, die können wir ja wieder bekämpfen. Zack, zack. Kaboom und... Upp. Nice, Damage, komm. Oh ne, jetzt greifen die als erstes wieder an. Ich hasse es. 3 Stunden später. Oh nice, er kann angreifen und tötet die hoffentlich. Jawohl. Und nice. Nach der Truhe schaue ich mal vielleicht wieder zu diesem Tor, zu diesem Torbogen. Lauf ich auch gerade richtig? Da ist ein Gegner, auf den habe ich keine Lust erstmal. Da ist die Truhe. So. Ach, come on, Alter. So eine Kleinigkeit ist echt nervig. Mini-Medaille, nice. Müssen wir irgendwann wieder zurückbringen. Da ist ein Gegner. Komm, wir bekämpfen den. Der wird uns zwar vielleicht vernichten, aber... Egal. So. Let's go. Mal gucken, wie stark der ist. Können wir für unsere Monster-Arena brauchen. Der Fädenzieher, okay. Zack, zack. Nö, wo war es nochmal? Ich vergesse immer wieder. Schmurgel. Und du machst Seraphenfall. Bam. 151 Schaden. Nice. Boop. Das war ein sehr schwacher Gegner. Dich will ich nicht im Team haben. Verschwinde von meinen Augen.
Das war ein sehr peinlicher Gegner. Kupfermonstermünze. Ja, mal gucken, was kannst du überhaupt? Alter, du siehst jetzt. Nö. Tschüss. Tut mir leid, Freund, aber du bist nicht zu gebrauchen. Leider. Wir brauchen ein starkes Team. Oder hat es damit zu... Es flackert die ganze Zeit. Es kann kein Bug vom Emulator sein. Oder? I don't know. So, wir laufen dann mal zum Torbogen. Und hoffen, dass da uns... die Erleuchtung erwartet. Wir riskieren hier nichts. Da ist unser schönes Schiff. Nö, ihr gebt mir nicht. Bitte, no. Why do this? Ich habe keinen Bock, gegen die zu kämpfen. Und das Spiel ist ein bisschen laut, merke ich gerade. Nice, Jessica erhält MP. So, perfekt. Das einzige Problem an solchen JRPGs ist immer so, du hast oft Momente oder Zeiten, wo halt echt nichts passiert. Wo du halt ein bisschen umher irrst, farmst, levelst, was auch immer. Es kann zwar entspannt sein, aber nicht immer so schön. So, das bringt uns erstmal nichts. Gibt's denn noch etwas? Da ist auch eine Truhe und da ist es irgendwie verkokelt. Oh, das sieht schon nach Gift aus. Okay, das sind nur Bäume. Oh, das ist die Sonne. Man kann auch die Kamera nicht so sehr bewegen, aber... the fuck? Ja, das ist Gift. Zauberstreitkolben und ein Gegner. Ein Hölligator, okay. Bekämpfen wir mal. Angreifen. Gepäck, Stab benutzen und du benutzt einen Seraphenpfeil. Ich versuche jetzt ein bisschen Mana zu sparen. Weil wir ja nicht wissen, was uns erwartet. 76 Schaden, ja, ich sehe schon. Ein Chunky Boy. So, dann schauen wir mal wieder. Gepäck. Und du nimmst Mana. Bonk. Boop. Viel Leben hat er. Oh, zum Glück greift er nur Yankees an. Das ist kein Problem. Und down ist er. Und wie viel XP? 617. Solide. Für einen Gegner ist es echt gut. Da ist ein Gegner. Der sieht doch stark aus. So. Dem widmen wir uns auch jetzt. Den habe ich ja vollkommen übersehen. Komm her, mein Freund. Komm her. Du wirst uns zwar zerstören wahrscheinlich. Aber. Ich will dich. Benutzen und Angelo macht Multischuss. Bumm. 36 Schaden. Scheiße. Oh, 95 Schaden. Bam, bam, bam.
Ja. 93 Schaden. Okay, eine ganze Rotation überlebt. Oh, shit. Jessica, please survive. So. Multi heil. Ne. So. Okay, immerhin stirbt sie nicht. Das ist schon mal gut. Ja, Jengis kann einiges verkraften. Dich will ich im Team haben. Du siehst stark aus. So, die nächste Rotation wirst du definitiv nicht überleben. Unser Rachenfall. Gib mir Mana zurück. Okay, vielleicht überlebst du doch die Rotation. Ja, das wird er wahrscheinlich überleben. Verzweiflungsangriff. Scheiße. Ja, Jengis, du kriegst die XP jetzt leider nicht. Zauber. Wiedergeburt. Jengis. Holy shit. Alter. Come the fuck on. Die. Und komm in mein Team. Alter. Holy shit. Jengis greift an. Gepäck, Stab, ja. Weil ich will nicht so viel Mana verbrauchen. Und du, mein Freund, heilst Jessica. Vollheilung. Und kommt sogar als erstes durch. Perfekt. Ja, gut. Die wäre sogar gestorben. Holy shit. Alter, wie lange will der noch überleben? Alter. Jetzt, boah. Alter, für das... Ich hätte mehr XP erwartet, ey. Goldmünze. Ja. Ich will dich in meinem Team. Ja. Guck dich mal an, Alter. Ja. Warte. Flinker nicht. So, weg mit dir. Ja. Und du bist in meinem Team, mein Freund. So, das übernehmen wir, weil Angelo sollte ein bisschen Mana sparen. So. Obwohl, wir sollten mal erstmal auf dem Boden gucken, ob wir irgendwo den Schatten von Empyrea sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Schatten ist. Oh, warte, warte, sehe ich da was? Wo war's? Das ist ihr Schatten. Ich folge dem. Dreht sich einfach nur in den Kreis. Ach, come on. Ach, und lässt mich nicht entkommen. Mann, come on. Ups. Ach, come on. Lass mich doch gehen. Lass mich doch gehen. Alter, drei Versuche und es geht nicht. Das geht nicht da. Warum denn nicht? Ganze Straße dunkel. Darf ich jetzt gehen? Dankeschön. Ja, renn. Oh, fuck. Warte, bevor ich hinterher renne. Heilen und schnell dem Schatten hinterher. Obwohl, na, jetzt geht dieser Schatten nach unten. Wohin führt uns der Schatten? Warte, ich habe keinen Bock, unterbrochen zu werden. Ja, perfekt. Na,
Laura, flieg, 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 Empyrea. Oh. Ja. Ich folge dir, Empyrea. Meine Nase juckt, ich muss niesen. Aber ich halte mich zurück, weil ich Empyrea folge. Come on, Alter. Wie lange noch? Ich folge dir, seitdem ich denken kann. Ah, nein, Mann. Gut. Der Schatten ist doch nicht umsonst da. Irgendwohin wirst du mich doch führen. Irgendwohin. Okay, das ist irgendwie komisch. Vielleicht ist das einfach nur Zeichen der Finsternis oder so. Deswegen leuchtet das so die ganze Zeit so komisch auf. I don't know. Aber Empyrea. Ich werde jetzt nicht mehr... Bitte, Alter. Irgendwas muss doch passieren, Mann. Du wirst mich jetzt doch nicht durch diese Giftlache führen, oder? Please. Heiliger Schutzaura. So. Danke, Empyrea. Das ist jetzt komisch. Das sieht jetzt sehr komisch aus. Ja. Und wie viel Schaden habe ich bekommen? Nicht so viel. Geht noch klar. Geht noch klar. Empyrea, please. Please, Empyrea. Wie weit denn noch? Krieg ich Spritgeld dafür? Alter, drehen wir jetzt wieder im Kreis? Gehen wir wieder zurück? Oh! Oh mein Gott, okay, das buggt rum. Achso, ich kann mir schon gut vorstellen, weil ich ja die Skalierung die Skalierung des Spiels hochgedreht habe. Ich guck mal kurz, ob wir es ändern können. Ob das vielleicht dann anders aussieht. Wartet einen Moment. Video. So. Wo konnten wir es denn nochmal ändern? Oh, einen Moment.
So, wieder da, aber ich wollte ja kurz was testen. Konfiguration, Video. Ne, wie konnte man nochmal die Grafik einstellen? Ja. Ich will mal kurz gucken, ob das vielleicht daran liegt. Plugin-Einstellung. Ah, genau. Jetzt haben wir es doch. Wenn wir es jetzt native machen, wie sieht es dann aus? Ach, guck mal. Jetzt gibt es da keine Bugs, wenn wir es native machen. Und das Spiel sieht auch komplett anders aus. Holy shit. Sieht das alt aus. Gut, dann machen wir es wieder zurück. Da und da. Guck. Okay, das hat dann einfach nur... hat doch was mit dem Emulator zu tun. Weiter geht's. Oh, die Anti-Welt. Okay. Hier können wir definitiv nicht unser Reittier rufen. So. Und was für Gegner erwartet uns hier? Schatten und dunkle Kontrolle. Okay. Gucken wir mal, ob wir die bekämpfen können dann. Kaboom und Seraphenfall. Tanky sind die schon mal, scheiße. Aber der eine macht nicht so viel Schaden. Der macht viel Schaden, okay. Bam. Nein. Das macht jetzt, ja, das macht sogar viel Schaden. Okay, das sind jetzt mal andere Gegner. Wir müssen echt vorsichtig sein. Wupp. What? Okay. Heile ich oder gehe ich all in? So, wir gehen natürlich all in. Zauber, Kaboom und schimmernder Schuss. Jo, die arme Jessica stirbt vielleicht noch, ey. Das sind starke Gegner. Bam. Nice. Jetzt ist es scheiße, dass er diesen Angriff macht, aber egal. Nice. Down sind sie. Und wie viel XP kriege ich? Nicht so viel. Das hat ja gar nicht gelohnt. Für die ganzen MP, die ich verschwendet habe. Multiheilung. Und dann heilst du. So, und dann nochmal so. Perfekt. So. Kann ich jetzt überhaupt auf zum Berg? Ich weiß nicht. Alter, redet. Reden die laut. Je älter die Menschen werden, desto lauter werden die, obwohl die sich gegenüberstehen. Ich weiß nicht, ob ich da hoch kann. Ich glaube nicht. Nö. Keine Lust zu kämpfen. Und die wollen aber kämpfen. Und die machen noch so viel Schaden. Na, jetzt immerhin kriegt Jessica MP. So. Obwohl, ich müsste doch vielleicht ein Pyria von ihr aus sehen können, ne?
vielleicht erstmal kurz in die Stadt und hoffen, dass ich mich erholen kann, weil MP ist nicht unbegrenzt. Aber wir müssen doch irgendwo hier vielleicht Empyrea sehen können, oder? Wir gehen mal zum Torbogen. Nichts passiert, okay. Dahin. Ich sehe auch keinen Schatten von Empyrea diesmal. Hoffentlich können wir erstmal übernachten. Weil, wenn man nicht übernachten kann, wird es halt hart. Ich bin da jetzt noch nicht so sehr vorbereitet. Und Gegner. Dunkle Schleime. Come on, let's do this. Hoffentlich geben wir uns ordentlich XP. Kaboom. Und du gönnst hier ein bisschen Mana, weil ich schätze mal, dass man nicht im Dorf übernachten kann. Bam. Immer noch am Leben, obwohl die... Alter, scheiß die Wand an. Und 65 Schaden, danke dafür. Nochmal 65 Schaden. Wehe, die Fokus hier nochmal. Dankeschön, ey. Holy shit. So. Du machst den hier. Du... Oh, ne, machen wir es anders. Du machst den hier. Du machst den hier. Fähigkeiten auf dich selbst. Und Angelo macht... Seraphenfall. Boop. Ich meine, ist er jetzt down? Weh, Jessica stirbt noch. Nice. Kann sich noch heilen. Ich sollte öfters mit Jessica heilen. Uiuiui. Nice. Ja, Jessica heilt jetzt. Fähigkeiten. Und zwar sich selbst. Und Angelo gönnt sich Mana. Boop. Ach, come on. Hat mich gerade einen neuen Zauberstab bekommen gehabt? Muss ich mir mal anschauen. Habe ich jetzt nicht darauf geachtet, ob der gut war oder nicht. Oh, nice. Ja, Angelo und Angelo macht das hier. Nice, down ist er. Prum. Ja, gute XP. Okay, hat sich dann vielleicht ein wenig gelohnt. So. Und dann kurz im Gepäck nachgucken. Transfer. Sieht nicht so stark aus, glaube ich. Doch! Holy shit. Was kann der da... Den wollten wir doch eigentlich kaufen. Jetzt erinnere ich mich. Ich erinnere. Ja. Bitte ausrüsten. Nice. Schauen wir doch mal, wie stark die Waffe ist. Und bitte lass mich ins Dorf. Nice, ich kann sogar ins Dorf. Ich kann sogar vielleicht heilen. Kannst du mit Leuten reden? Oh, never mind. Na, nandai du? Hat hat ni nilon sich suchat hat. Maxa kemperia na nakam na nok? Kot mat jok miloi. Tak shikan henak so gatan miklia de imperia. To nitem nek kutinax. Dokik toik ninge po jutat hanek ju. Kot kim jo dag ninge mitteit. Ninge dat? Der man ilok suit exogat extellen imperia kulaxik? Ki konikat kiken naksu daka hetan kügek nix hat ui. Oh mai, ciao yon kund. Oh, okay. It's biffing.
Interessant. Sind das jetzt. Sind die jetzt in einer anderen Welt gefangen oder sind das die von der an. Sind das die aus dem Welt der, aus der Welt der Licht? So this is what all the fuss was about. If I'm not mistaken, you must have come through the dark eye. You are dwellers from the world of light, no? Yeah. Just as I thought, then it must be the will of the goddess that brings you to us. Well, there is something I wish to discuss with you. Perhaps you would visit me in my home later. If you'll just promise me that you can take your time and look around the village as much as you like. I will be waiting then. My home is the largest dwelling here, so you'll know where to find me. Flock of Empichu, let us go back to our work and carry on as normal. Do not forget to be kind to strangers. Okay, das sind wohl dann Bewohner der, der Welt der Finsternis. Ich kann mir noch keine Waffe kaufen. Dann kurz übernachten. Das kommt mir echt gut. Holy shit. Weil die Welt ist nicht schwach. Qualitätsschimmel, okay. Gorscha, ja. 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 Oh, kostet nicht mal Kohle. Nice. Irgendwann mal müssen wir wieder zum See. So. Kurz speichern. Speichern, please. Yes. Ja, wir wollen weitermachen. Und wir sprechen jetzt mit dir, mein Freund. Na? Goyosha, willkommen in Empichu. Ihr habt unser Dorf gesehen, ja? Dann lasst mich euch etwas sagen. Ich nehme an, die anderen haben euch erzählt, dass Empyrea alleine für den Angriff auf unser Dorf verantwortlich ist. Es ist nur natürlich, dass sie so denken, aber um ehrlich zu sein, bin ich nicht ganz überzeugt, dass sie selbst es so wollte. Seit alters her wird Empyrea von den Bewohnern Empichus verehrt. Und zwar nicht nur, weil sie hübsch anzusehen ist, nein, weil sie uns beschützt hat. Ich flehe euch an, würdet ihr herausfinden, weshalb Empyrea uns immer wieder angreift? Ich glaube, dass ihre Taten eine verborgene Bedeutung haben. Ich glaube auch, dass euer Kommen kein Zufall ist. Ich glaube, es ist Schicksal. Nur Empyrea kann die Grenze zwischen der Welt der Finsternis und der Welt des Lichts überqueren. Sie war es, die euch hergeführt hat, oder? Dann muss Empyrea einen Plan haben. Sie wird euch die Wahrheit vielleicht enthüllen. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich euch eine derartige Last aufbürde. Doch wenn ihr nichts unternommen wird, werde ich die Dorfbewohner Empichus nicht davon abhalten können, Empyrea anzugreifen. Ein Krieg mit Empyrea würde nur eine Tragödie heraufbeschwören. Deshalb sollt ihr für mich herausfinden, warum der Göttervogel uns angreift. Werdet ihr meinem Gesuch nachkommen? Ja. Also werdet ihr es tun, ich danke euch. Und jetzt werde ich euch erklären, wie ihr Empyrea findet. Sie wird oft in der Nähe von Empyreas Rastplatz gesichtet, einer großen Felsformation in einem nahegelegenen Feld. Ich schlage vor, dass ihr dort zuerst nach ihr sucht. Ja, also dort, wo wir erstmal nicht hochkommen konnten.
So. Dann erstmal hier lang. Und zur Felsformation. Die war ja direkt südlich von uns. Ich weiß nicht, ob wir da hochkommen, aber YOLO, right? Und Gegner. Nö. Sah irgendwie creepy aus, um ehrlich zu sein. Aber wir müssen weiter. So, aber wie kommen wir hier hoch? Ich sehe auch keinen Eingang dahin oder einen Weg. Ja, das ist scheiße. Ich guck mal, ob ich von außen reinkomme. Also, es sieht stark nach aus, als ob das hier der Rastplatz ist, aber. Ups, nein. Dunkle Schleim erscheinen. Okay. Dann, ne? Obwohl, wir wissen nicht, wie stark die sind. So, deswegen. Ach ja, ich muss wieder. Ich muss wieder umstrukturieren. Das ist scheiße. Okay, die sind ziemlich tanky. Oh, okay, das passt. Das bringt nichts, ich verstehe. Das ist scheiße. So. Benutzen und. So. Das Praktische ist ja, man kann ja trotzdem noch die. Ne? Waffen benutzen, die man nicht benutzt. Ui. Toll. Nice. Very nice. Da, 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 da. So, beenden wir es jetzt. Come on. Es reicht doch. So, wie viel XP geben die? 522. Ziemlich gut für Schleime. So. Ich muss jetzt aber überlegen. Weil ich auch jetzt niesen muss. Aber ich halte es zurück. Obwohl, ne, wenn wir Impyra finden wollen, müssen wir doch wieder ihrem Schatten folgen, oder? Ja, wir hoffen mal, dass wir den Schatten wieder finden. Was? Die greift uns einfach an? Empyrea, please! Konzentration. Zauber, mega Stärkung. Jessica, Zauber. Beschleunigung. Angelo. Zauber. Mega Stärkung. So. Yo. So. Das war krass.
Nee, konzentrieren wir uns nochmal. So, Zauber. Schwächung bringt rein gar nichts, glaube ich. Deswegen machen wir einfach einen Angriff. Zauber, Multiheilung. Da. ...75 Schaden. Beefy Boy. So. Noch einmal konzentrieren und dann draufhalten. Hoffentlich hat er nicht so einen Angriff. Oder die. Das alles negiert. Das wäre scheiße. Oh mein Gott. Angelo darf nicht sterben. Angelo darf sowas von nicht sterben. So, Konzentration. Zauber, Mega Stärkung. Jessica. Fähigkeit. Ne. Zauber. Die könnte auch buffen. Wo ist das? Energieschub da. Zauber, Vollheilung. Wo bist du? Da. Angelo. Okay, somit ging noch die Heilung durch. So, der nächste Angriff wird reinballern. Okay, bitte kein Debuff, bitte kein Debuff, der alles wieder negiert. Ich habe es gerade so schön gespart. Okay. Geht noch klar, aber wehe Jessica. Nein, nicht dein Ernst, das ist so scheiße, okay. Alles, oh, come the fuck on. Konzentration, Zauber, Mega Stärkung. Jessica macht Beschleunigung. Angelo macht Multiheilung. Fucking hell, come on. Alles gedebufft wieder. So, bei 20 greife ich dann an. Lol, oh, einer stirbt 100 pro. What the fuck? Okay, wir müssen so angreifen, das bringt nichts. Alter, das bringt echt nichts. So, wir müssen jetzt die ganze draufhalten. So, angreifen, Zauber, Schmurgel, Multischuss. Schaden, das ist peinlich. Tanky as fuck. 73 geht ja noch, aber holy shit. Empyrea is not fucking around. Oh mein Gott. Jetzt macht er diesen Angriff. Okay, Buffs bringen jetzt gar nichts mehr. Ich probiere mal, ob ich mit Jessica die Verteidigung runterballern kann. Zack. Zauber. Ein Versuch ist es wert. Schwächung. Zauber, Vollheilung auf sich selbst. Zu spät. Tot. Ach, come on. Alle geblendet. Okay. Und okay, das bringt nichts. Und ich verfehle. Einmal habe ich jedenfalls getroffen. Empyrea ist stark. Sehr stark. Kämpfen. Zauber. Neue Chance. Angelo. Zauber. Mittelheilung auf Jessica. Und Jessica macht Fähigkeiten. Jengis. Natürlich nicht. Das läuft doch überhaupt nicht gut. Oh nein. Holy shit. Empyrea is not fucking around. Und das ist überhaupt nicht schön. Überhaupt nicht. Ziemlich stark. So, neue Chance, Angelo. Zauber, Mittelheilung, Jessica.
Jessica macht das dann auf Ratchet. Und die greift natürlich als erstes an. Ja, okay, das geht ja noch. Das geht ja noch. Gott sei Dank. Jessica ist ein bisschen geheilt worden. So. Wir greifen an. Mittelheilung auf Red. Nö, auf Angelo. Zauber. Beschleunigung. Zauber. Multiheilung. Das wird kein schöner Kampf. Okay. Tot? Tot. Natürlich, natürlich. Angreifen. Beschleunigen. Zauber. Wiedergeburt. Immerhin kommt er wieder zurück zum ins Leben. So. Boah, 200! So. Wir müssen jetzt die ganze Zeit draufhalten. Schmuggel war es, oder? Ja, und Zauber, Vollheilung. Hoffentlich stirbt sie nicht vorher. Aber ihr kriegt noch einen Angriff raus. 77 Schaden. Energiewelle, Energiewelle, Energiewelle. Jessica's down. Bitte heil dich selbst. Doch nicht Jengis, doch nicht Jengis, Alter. Alter, ein Rest Schaden, wie schwer ist der Kampf? Vollheilung Angelo. Jengis greift an. Wiedergeburt. Jessica. Nice. Zack. Wenn es nur bei diesen Angriffen bleiben würde. Alter, fuck my life. Das. Angreifer, Schmurgel, Zauber, Vollheilung. Ah. Nein, ja, ist tot. Oder? Jessica ist tot, okay. Angelo muss die ganze Zeit Heilung übernehmen. Ja. Ich mache null Schaden. Was kann ich dagegen tun? Vollheilung. Auf mich selbst. Jengis greift an. Zauber. Wiedergeburt. Der hat auch nicht unendlich Mana. Alter. Blendet natürlich. Zwei nur, okay. Angreifer, Schmurgel, Zauber, Wiedergeburt, Ratchet. Ich frage mich, wie ich das überhaupt gewinnen kann.
Alter. Ja, geht noch klar. Ich weiß einfach nicht. Jessica macht schon genug Schaden. Ich glaube, ich sollte die Combo auf Jessica konzentrieren. So, Zauber. Vollheilung. Auf mich selbst. Zauber, mega Stärkung. Konzentrier dich. Angelo macht dann Multiheilung. So, Jessica, let's go. Du bist mein Carry. Never mind, ich nehme alles zurück. Direkt gecountert. Gut, immerhin überleben die das. War jetzt nicht nötig, aber egal. Ah, ja. Zauber. Vollheilung Jengis. Greift an. Jessica konzentriert sich. Angelo macht Seraphenfall. Und wieso greift er als erstes an? Überleb. Nice. Und wie viel kriege ich? 2 MP nur, okay. Ja, oder 3, immerhin. So, Konzentration. Bam. Puh, was für ein Kampf, Jengis macht wieder Verteidigung hoch. Während Ratchet sich heilt. Vollheilung. Zauber, mega stark und Konzentration. Wahrscheinlich wird es in die Hose gehen. Und Angelo gönnt sich Mana. So, der nächste wird ein Angriff. Hoffentlich macht er keine Energiewelle. Okay. Nice, perfekt. Ich kann sogar einen Angriff mal durchziehen. Nice. So. Bitte stirb nicht, Jessica. Du musst den Angriff mal durchkriegen. So. Dann. Zauber. Mittelheilung. Jessica. Jengis greift an. Zauber. Schmurgel. Zauber. Multiheilung. Nice, der Angriff geht sogar durch und... BAM! 233, gut. Endlich kommen wir ein bisschen voran. Fuck you, Empyrea, the fuck? Okay, das geht noch klar. Jengis macht die sowieso wieder Verteidigung hoch. Alter. Was ist das nur für ein Kampf? 29. Jengis. Okay, wir können jetzt einmal ganz angreifen. Greifen so an. Ja, scheiß drauf, YOLO. Wir greifen jetzt alle gemeinsam an. Wir müssen irgendwie Fortschritte machen, sonst wird's nichts. 32 Schaden nur. Nicht Jessica, ich bitte dich. Die hat nicht so viel Leben. Okay, die überlebt jedenfalls. Auch nur mit 6 HP. Holy shit. Zauber, Vollheilung, Jessica. Jengis hat mega Stärkung. Und du machst wieder den gleichen Skill und du gönnst dir Mana. Okay. Nice, Jessica ist voll geheilt. Boop. 19, oh Gott. Gar kein Schaden.
Wenn Empyrer keine Energiewelle könnte, wäre es viel besser. Alle geblendet. Ach du Scheiße. Und Jengis ist fast tot. Zaubervollheilung Jengis. Jengis greift an. Jessica greift an und du greifst an. Sogar getroffen. Nice. Bitte triff auch. Bitte triff auch. Nice. Oh. Ein Slot weg, aber... Uiuiuiuiui. Ja, das wundert mich nicht. Wir müssen jetzt die ganze Zeit draufhalten, damit wir hoffen, dass... Empyre jedenfalls sich die ganze Zeit heilen muss. Fuck. Immerhin trifft das. Okay, der starkste Skill ist schon mal. Oh, never mind. Ach du Scheiße. Jessica, unbedingt. Aber jetzt greifst du an. Du greifst an. Jessica macht das und Angelo macht Multiheilung. Bam! Jessica, unser Carry. Nice, Multiheilung geht sogar durch. Reißt Schaden. Wir kratzen an der Oberfläche, aber irgendwann haben wir ein Loch gegraben. Weil Buffs gehen ja sehr schwer. Wir können es ja nochmal mit Jessica probieren. Obwohl, nee. Sollten wir nicht. Angreife. Obwohl, ich habe eine Idee. Heilungssieb. Angreife. Zauber als Schmuggel. Zauber. Multiheilung. ...79 Schaden. Jengis. Uiuiui, 15 AP. Oh, 14 AP, not bad. Ich merke irgendwie, Jengis ist nicht so nützlich, wie ich ihn haben wollen würde. Ich glaube, ich muss mal irgendwann was anderes für den Skill. Warte, haben wir überhaupt. Wir haben überhaupt einen anderen Skill? Mal gucken, ob es. Einen stärkeren Skill gibt. Wir probieren es mal. Ne. Wieder voll geil, das ist schon mal sehr schön. Puh. Mittelheilung, okay. Ein Move ist schon mal weg. Und Jengis wird angegriffen und hat nur noch 89 HP. Oh! Jengis, my boy! Der krittet einfach den weg! Alter, das tat gut. Holy shit. Und 10.150? Nice. Nice. 7 Talentpunkte, okay. Okay, das ist schon mal Max und dann. Ich glaube, ich gehe irgendwann mal auf Äxte bald. Humanität erhöht zum großen Boss. Jengis erlernt den Zauber einer für alle. Nice. Ja. 8 Talentpunkte. Stäbe ist schon fast auf Maximum und. Sex Appeal, ja. Das wollten wir auch machen. Let's go. Und Angelo, nice. Der ist bald auch jetzt auf Maximum mit seinen Fight Skills.
Ach, mit Bogen und so. Ja, guck dir mal, mehr geht nicht. Und dann machen wir jetzt alles auf Charisma. Frauenschwarm, Wirrwarr, okay. Magiesame, okay. You are brave to have followed my shadow here from the world of light. And you are able fighters. Perhaps you have realized already, but that battle was a test. Please forgive my methods, but I am in search of someone strong to help me. What do you mean? Surely you don't expect us to help you attack the village? I'm afraid you've misjudged us. We're not about to help you with your tyrannous scheme. Please do not misunderstand me. It was never my desire to attack the village. That too is part of the reason why I am in need of help. When Rapthorn, Lord of Darkness, attempted to conquer the world of light, I helped the sages to seal him away. In so doing, I earned the enmity of the monstrous servants of Rapthorn. That is why I am in this predicament. I have a baby, an egg in my nest. I have been waiting for the day it would hatch. But my nest has been captured by Gemon, one of Rapthorn's foul minions. He is holding my egg hostage. He forced me to attack the human village. I could not refuse if I wanted to save my child. Normally, I would have nothing to fear from the likes of Gemon. But as long as he has my egg, I am powerless to oppose him. That is why I must find someone to fight him in my place. Someone brave and strong. You did not waver in following my shadow here to the world of darkness. Such bravery is rare. And now you have proven your strength in battle. I have no doubt that you are the only ones brave enough and strong enough to defeat Gemon. Please help me. Save my egg. For me, for my unborn child, and for the people of this island. Yep. Thank you. I was right to choose you. My nest is on a precipice at the summit of a mountain far beyond the reach of humans. Gemon will be watching for me, so I cannot take you all the way to the top, but I can take you to the mountain's base. Are you ready to go now? Jo. Then I will take you. All of you, climb into the wagon or hold on tight. This is as far as I can take you.
I dare not approach any closer, lest Gemon see me. But the mountain is riddled with caves. It should be possible for you humans to ascend to its summit on foot. When you wish to return to the hill, call for me and I will take you back. Farewell for now. Please save my egg. You are my only hope. Jo, ich habe aus Versehen Ja gedrückt. Das war jetzt nicht schön. Teleportation. Dunkles Empichu, ja. Denn wir sind nicht stark genug, weil wir erstmal wenig HP und Mana haben. Aber ich würde auch erstmal den heutigen Abend dann beenden, nachdem ich geheilt und gespeichert habe. Wir haben einiges erreicht. Das Spiel geht langsam, aber sicher zu Ende, merke ich gerade. Wenn wir schon mal Empyrea getroffen haben und dann immer einen Schritt näher zu Rapthorn kommen. Wird bald nicht mehr dauern, bis wir das ganze Ende erreicht haben. Jo. Jo, und dann speichern wir, weil wir jetzt voll geheilt sind. Yes. Speichern. Ja. So. Dann beim nächsten Mal wieder weiter. Ciao.